Willkommen, willkommen aus Frankfurt. Wir sind hier bei Panasonic und die neue Viera Fernseher fangen hier bei der 350er Serie an. Dann haben wir hier 400er Serie entsprechend mit einmal 400 Hertz schon mehr mit dabei. Und was wichtiger ist für mich, finde ich, ist, dass das In-House-Streaming hier schon funktioniert. Also wenn ihr einen teuren Fernseher habt und noch im Schlafzimmer oder in der Küche oder sonst irgendwo auch noch das den Empfang haben wollt, ohne dass ihr da einen Anschluss habt, was Fernsehen angeht, kann euer größerer Fernseher das natürlich streamen und der DS400 wird das auch empfangen können. Wir sehen können, das Design ist ein bisschen natürlich schöner als bei der 350er Serie hier mit dem kleinen Metallrahmen hier unten dran. Der Standfuß war hier noch ein bisschen schlichter, dann wird es hier ein bisschen premiumlastiger, wenn wir noch ein bisschen teure Geräte anschauen und hier in der Dicke auch nicht allzu dünn, wie ihr das erkennen könnt, aber macht auf jeden Fall auch schon mal Spaß, weil für ein günstiges Geld kriegt ihr schön viele Funktionen schon mal mit dazu und auch Basic Internet Apps, die aber, glaube ich, gar nicht so wichtig sind. Und ja, wir machen entsprechend jetzt mal weiter mit der 500er Serie. Die ist natürlich noch ein bisschen spannender, aber mehr dann dazu in einem separaten Video. Schau auf jeden Fall alle unsere Videos an, denn wir gehen bis zum 4K HDR-Bereich hoch hier bei Panasonic und den Viera Fernsehern. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balaschka und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren für weitere Informationen zu der neuesten Technik.